Ja, dann möchte ich Sie heute wieder mal begrüßen zu unserem Live-Event. Heute mit wieder einem Special-Gast. Ich freue mich sehr, den Dirk Hilger zu begrüßen. Dazu werden wir gleich noch ein Stück weit was erzählen und noch ohnehin in die Tiefe gehen. Wie gesagt, die Live-Events ja hier bei uns immer wieder monatlich zugegen und auch mit steigender Tendenz. Freue mich auf jeden Fall, dass wir da heute wieder in die Märkte eintauchen werden. Diesmal auch auf eine ganz spezielle Art, wie wir sehen werden. Denn mein heutiger Gast, Sie haben es ja in der Anmeldung sicherlich schon gelesen, Dirk Hilger hier an den Märkten aktiv und das nicht ganz von ungefähr, denn er hat sich ja auch ein Tool gebaut, welches ihm, und das ist natürlich eine gute Konstellation, sozusagen aus dem eigenen Geist entsprungen ist, um sich sozusagen eine Handelssystematik aufzubauen, die ja Vorteile durchaus bringen kann. Und dieses Tool ist hier ja, kombinierbar beziehungsweise als zusätzliches Add-on, als zusätzliches Tool mit dem MetaTrader in Verbindung zu bringen. Und das werden wir uns heute auf jeden Fall mal genauer anschauen und ihm über die Schulter schauen, was er denn praktisch so an den Märkten treibt. Da freue ich mich ganz besonders. Es wird auch nicht der letzte Event dieser Art gewesen sein. Auch hier bin ich bestrebt, da sicherlich noch ein Stück weit was aufzuholen oder weiter auszuarbeiten in der Richtung. Was ich aber sagen muss, meine lieben Teilnehmer, heute wird die Nachmittagssession nicht stattfinden aus Termingründen. Wir haben ja hier praktisch immer wieder auch die Anmerkung, dass wir praktisch ein Morning View auf die Märkte machen und idealerweise noch am Nachmittag die US-Session einfangen. Das wird heute ausfallen. Auch wird heute der Morgen-Event nur etwa bis 10 gehen. Das heißt, wir haben gar nicht viel Zeit. Wir haben ein bisschen was über eine Stunde, um uns hier sozusagen von dem Tool, von der Vorgehensweise des Dirks mal ein Bild zu machen. Aber ich kann Ihnen schon versprechen, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir werden hier definitiv den Dirk nochmal einladen und dann auch sozusagen eine Live-Event-Session im kompletten Umfang abfahren. Und deswegen will ich an dieser Stelle mal den Dirk begrüßen. Dirk, kannst du kurz was zu dir sagen oder beziehungsweise einen kurzen Feedback geben, ob du auch on air bist, beziehungsweise hier bei uns? Das Mikrofon müsste offen sein. Jetzt müsstest du, glaube ich, das Mikrofon nur anstellen. Jetzt haben wir es, glaube ich. So, jetzt habe ich das Mikro, ja. Ja, Perfekt. guten Morgen auch von meiner Seite. Hallo. Sehr gut. Da habt Ich ihr höre dich wunderbar. Ich hoffe, man hört mich auch. Und es gibt auch hoffentlich keine Rückkopplung oder irgendwas. Warten wir mal kurz auf das Feedback, aber mit Sicherheit, ich kann dich perfekt verstehen. Läuft also alles genau nach Plan, so muss es ja auch sein. Wie gesagt, liebe Teilnehmer, da nochmal ein kurzes Feedback, ob ihr den Dirk wahrnehmt, aber da habe ich eigentlich wenig Zweifel, dass das funktioniert. Im Übrigen dann auch hier nochmal der Hinweis auf unseren JFD Desktop. Ich muss mal sehen, ob der Bernd da gerade noch seine Live-Sendung abfährt oder schon vorbei ist. Na, ich glaube, sie läuft noch. Oder zumindest ist das Screen zumindest da jetzt noch zu sehen. Hier ein ganz kleiner Tipp. Auch das ist eine Option für die Zukunft, wo wir beispielsweise auch Dirk dann nochmal unter Umständen mit aufsatteln, dass man hier an den Märkten sozusagen mit unserem Live-Trading-TV immer Ad-Hoc-News einfängt, beziehungsweise hier unabhängig von einem Webinar-Login live auf unserem Desktop sozusagen auf die Märkte blicken kann. Wird, wie gesagt, auch hier tendenziell mit einer Programmübersicht und auch natürlich hier solchen kleinen Ankündigungen, wann denn specialmäßig irgendein Videoclip abgefahren wird, beziehungsweise ein Livestream vielmehr. Da werden wir Sie immer wieder informieren. Ich möchte aber, wie gesagt, die Rede gar nicht so lange schwingen, weil ich weiß, der Dirk handelt Indizes und auch wenn er mit Vorliebe ein Dachs ist. Und ich würde auch sagen, ihr seid ja nicht wegen mir hier oder der Vorredner. Ihr wollt ja mal erfahren, was denn der Dirk so treibt. Deswegen würde ich mal den Bildschirm an den Dirk übergeben wollen und dann warten wir mal kurz ab, ob das funktioniert und dann können wir uns mal so ein Stück weit ja, mit Dirk und seiner Systematik auseinandersetzen. Ich glaube, es müsste funktionieren. Ich sehe zumindest hier ein perfektes Bild und wir sehen auch schon gleich den Stereo-Trader. Das ist nämlich das Tool, was Genau. Dirk entwickelt hat. Perfekt. Wunderbar. Sind die Schriften, ist das alles zu erkennen hier von der Lesbarkeit oder soll ich das eine Nummer heller machen? Also ich habe einen sehr guten Blick, kann das auch sehr gut lesen, alles wunderbar. Wenn die Teilnehmer das noch kurz bestätigen, dann haben wir das auf jeden Fall im Loop, aber ich glaube, da gibt es keine Zweifel. Also ich sehe sicherlich das gleiche Bild wie alle anderen. Aber hier seht ihr schon mal das Tool, meine lieben Zuschauer, was auf den MetaTrader aufgesetzt ist und natürlich hier eine perfekte ja, Handelsoberfläche darbietet, wie wir gleich mal sehen werden. Gut, super Ton, Bild, alles gut, lese ich. Da dürfte es also insofern keine Probleme geben. Dann würde ich das Wort, wie gesagt, an Dirk mal übergeben. Vielleicht sagst du noch kurz was zu dir und an die Herangehensweise, was sozusagen dein Daily Business ist dahingehend.
wie du das machst. Und im Laufe der nächsten guten Stunde werden wir auf jeden Fall das ein oder andere eher arbeiten. Aber wir haben natürlich hier auch den Anspruch, hier die Live-Action zu betrachten und eben mal zu schauen, was du mit deinem Tool da so anstellst. Deswegen will ich noch gar nicht weitere Worte verlieren. Wenn Fragen sind, liebe Zuschauer, einfach in den Chat stellen. Ich werde die aufnehmen und weiterleiten an Dirk. Und dann wünsche ich uns allen mal hier viel Spaß am Morgen. So, you have it, Dirk. Ja. Okay, also wie gesagt, also der Chris hat es ja gerade schon gesagt, also das Ding heißt Stereo Trader, den gibt es auch mittlerweile tatsächlich auch kommerziell. Also das Ganze hat eine Vorarbeit von jetzt insgesamt doch über 2 Jahren und ich sag mal, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie das Apple-Prinzip, man sieht erstmal gar nicht viel, aber unter der Haube steckt dann doch enorm viel und wenn man damit arbeitet, hat man mit dem MetaTrader selbst eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Also zumindest mal jetzt, zumindest was Orderaufgabe und so weiter angeht oder Money Management, das wird alles hiervon übernommen. Auch gibt es die Möglichkeit, diverse Automatiken zu nutzen. Ich werde das heute auch hier nur ganz, ganz, ganz am Rande anreißen können, weil es ist einfach auch viel zu komplex, um da wirklich jetzt irgendwie auf alle möglichen Funktionen einzugehen. Das wird nicht funktionieren. Also ich habe auch schon mit einem anderen Kollegen zusammen, mit dem Thorsten Helbig, wir haben schon über 12 Webinare, glaube ich, bei YouTube online und wir sind noch längst nicht mit der ganzen Materie durch. Also deswegen bitte nicht wundern, wenn ich da jetzt, oder nicht erwarten, dass ich da jetzt alles Mögliche erklären kann, weil, wie gesagt, es ist einfach zu komplex. Und es ist so ein bisschen daraus entstanden, da stand ja auch eine Überschrift drin hier von dem Webinar von heute. Ich habe tatsächlich vor 25 Jahren etwa meine ersten Gehversuche an der Börse gemacht, damals mit Optionsscheinen. Dann irgendwie auch lange Zeit mal nichts gemacht und bin dann vor einigen Jahren da zurückgekommen, habe gedacht, so okay, 20 Jahre später, es muss ja irgendwie alles ganz toll sein mit der Software. Habe da irgendwie auch erwartet, dass, ja, wie soll ich sagen, dass halt viele Sachen abgenommen werden. Es gibt natürlich einige gute Oberflächen da draußen, aber ich bin halt jemand, der doch sehr gerne sehr schnell im Markt rein und auch wieder raus ist. Und ich sag mal so, halt mir auch immer Funktionen gewünscht habe, die in der Lage sind, sich auf den Markt einzustellen. Das sind so Dinge, die habe ich dann halt auch doch irgendwo schmerzlich vermisst und dann kam halt irgendwann die Entscheidung, okay, das machst du selber, weil ich komme ursprünglich auch aus der Informatik, ebenso lange her, auch über 25 Jahre und habe dann wirklich dann irgendwann den Entschluss gefasst und gesagt, okay, das mache ich selber. Und da steckt jetzt wirklich eine Entwicklungsarbeit drin von einigen tausend Stunden. Und so ist es dann dazu gekommen, ja. Also das war tatsächlich wirklich aus Eigennutz und dass das irgendwann mal ja, kommerziellen Charakter bekommt, war eigentlich nie so angedacht. Aber nichtsdestotrotz ist es von Anfang an so entwickelt worden, dass auch die Nachwelt damit was anfangen können sollte. So, ich will jetzt aber gar nicht zu sehr darauf eingehen, das jetzt nur mal als kurze Einleitung, wie es dazu kam, also zu dem Stereo Trader, gibt auch übrigens eine Website dazu, also wer später mal mag, kann auch gerne mal drauf gucken, es gibt auch Demo und so weiter. Ja, auf jeden Fall, das wollen wir auf jeden Fall sehen, ich denke, das interessiert die Zuschauer, auf jeden Fall, Dirk, dass wir da mal schauen, woher das eigentlich kommt, aber wie gesagt, die Konstellation von dir aus deinem eigenen Antrieb raus, das zu machen, das ist schon sensationell, so ein Tool zu entwickeln, wie gesagt, liebe Zuschauer, das ist jetzt von jemandem, der einfach versucht hat, die Märkte da hier eben ja, besser handelbar zu machen und das in einem Tool, was eben ja, halbautomatisiert, fast schon dann auch zu teilen, dann in einem gewissen Vollautomatismus alles übernimmt und das, wie gesagt, von der Komplexität, wie du ja sagst, sehr, sehr umfangreich. Deswegen, wie schon angekündigt, werden wir da auf jeden Fall noch anknüpfen an die heutige First Session sozusagen. Aber Entschuldigung für die Unterbrechung, fahr direkt fort. Darfst du jederzeit bitte gerne, weil ich werde hier sicherlich auch mal irgendwie mal ein paar Sekunden zum Nachdenken brauchen, weil wir wollen auch versuchen, hier irgendwo was zu handeln. Ja. Und wenn man die ganze Zeit nur dabei redet, ist es so ein bisschen schwierig, sich da auch irgendwo vernünftig reinzufinden. Aber absolut. Ich versuche es jetzt mal. Ich habe jetzt ganz bewusst hier auch so gut wie gar nichts vorbereitet, sondern wollte das jetzt wirklich dann auch mal live machen und nicht jetzt hier mit einem fertigen Setup ankommen und sage, so, machen wir jetzt dies und das und jenes und funktioniert dann am Ende oder funktioniert nicht und fertig ist die Laube. So soll es halt hier nicht laufen. Deswegen fange ich mal hier irgendwo so mehr oder weniger bei Null an. Also wir sind hier im DAX unterwegs. Mein Lieblingstier, das ich wirklich fast nur handle, außer den Dow halt noch, aber macht um diese Uhrzeit jetzt wenig Sinn. Ich habe hier noch tatsächlich eine Position von gestern Abend drin im Dow. Allerdings jetzt nicht hier, sondern im Live-Konto auf einem anderen Bildschirm. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich sehe den Dow hier parallel. Und das heißt,
so insgesamt ist die ganze Lage dann doch hier sehr durchwachsen. Also gestern war das ein bisschen einfacher. Also man sieht hier, das ist jetzt die Overnight-Indikation, also hier mit 24 Stunden. Wir haben hier einen Anstieg, den wir hier aber vielleicht im Future ein bisschen besser sehen können. Und da besteht jetzt natürlich die Gefahr, dass er nach unten durchkippt. Das heißt, es ist wirklich hier gerade eine nicht ganz einfache Marktsituation. Sind auch hier ziemlich nah am Kassaschluss dran. Das sehen wir hier halt auch. Hier ist der Future-Schluss von gestern. Das heißt, es besteht natürlich auch jetzt die Gefahr, dass das Gap da auch noch zugemacht wird. Und ich finde es halt eben auch ganz wichtig, also wenn auch Scalping immer bedeutet, irgendwie ganz viele Positionen in kurzen Abständen rein, raus, trotzdem ist es da genauso wichtig wie in jeder anderen Strategie auch, dass man nicht in Handlungszwang verfällt. Ja, das ist so nach dem Motto, ich muss jetzt hier unbedingt sofort eine Position aufmachen, das ist natürlich Quatsch. Ne? Weil gerade jetzt hier an dieser Stelle, also wir haben hier die, da sieht man zum Beispiel jetzt hier diese blaue Linie, das ist jetzt nichts, was ich eingezeichnet habe, deckt sich aber ganz gut mit dem Kassa-Schluss von gestern Abend. Der müsste eigentlich stimmen, hier unten die Linie ist, glaube ich, falsch, soweit ich das sehe. Und zwar, das ist so ein bisschen der Entscheidungsbereich auch, ob Long oder Short. Und da muss ich dann leider doch immer wieder ein bisschen ausholen. Das hier ist eine automatisch errechnete Widerstandslinie. Also da ist so ein eigener Algorithmus drin im Stereo Trader, der in der Lage ist, rückwirkend auf mehrere Jahre betrachtet Widerstandslinien zu ermitteln. Und die funktionieren auch recht gut. Das sieht man ja auch hier zum Beispiel. Also wir haben hier eine ganz deutliche Reaktion. Das heißt, die Linie war auch natürlich schon da, gestern auch schon da. Und man sieht schon die Reaktionen, wie sie hier stattfinden, beziehungsweise hier, wo auch die Peaks, ich bin hier auf 5 Minuten unterwegs, dann doch ziemlich genau hier auch reagieren. Ja? Und interessanterweise eben auch jetzt genau dort der Kassaschluss ist. Und von daher, wir haben jetzt ja auch in 3 Minuten Markteröffnung. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da passiert. Also das Kassa-Gap, ich habe jetzt hier auch mal gleichzeitig noch den Kassa-DAX auf, er hängt hier unten, ist es richtig, ja, ne? Also das ist vom Vortag. So, das heißt, wir sind eigentlich hier unterwegs. Mhm. Da ist mein Kassaschluss jetzt von gestern bei genau 770. Und wie man halt sieht, sind wir hier genau in dem Bereich, ziemlich genau. Ne? Also hier die 770. Ich werde jetzt hier mal ein paar Linien einzeichnen und hier mal ein bisschen mehr Überblick zu behalten. Das sollte ja eigentlich von selber machen. Und so. Ja, das ist halt hier dann wohl so ein kleines Cluster, was jetzt entsteht. Und da muss man jetzt mal gucken. Was ich auch machen kann, wonach ich zum Beispiel handle im Scalping, es gibt mehrere Ansätze von meiner Seite. Einmal sind es natürlich Widerstandscluster, die ich mir versuche einzufangen und dann halt zum Beispiel Abpraller zu handeln. Das heißt, ich handle dann auch schon mal gegen den Trend, aber jetzt nicht, um irgendwie darauf zu spekulieren, dass ich jetzt hier irgendwo eine Trendumkehr oder irgendwas haben werde, sondern eigentlich nur dann halt Reaktionen, weil Reaktionen hat man ja nun mal doch eigentlich ziemlich häufig dann an solchen Clustern, wenn die nur für ein paar Punkte reichen. Und dann ist das ja eigentlich schon eine Sache, die dann im Zweifelsfall ja auch ausreichend ist. Deswegen werden wir jetzt hier mal abwarten, was jetzt hier zur Kassaeröffnung passiert. Und vielleicht kriegen wir dann ein bisschen klareres Bild. Und dann kann man auch mal gucken, wo man hier ein vernünftiges Setup findet, was man dann auch handeln kann. Also ich bin halt nicht nur 5 Minuten natürlich unterwegs, sondern ich orientiere mich natürlich auch höherwertig. Das heißt also im 4-Stunden-Chart, der Tageschart interessiert mich jetzt eigentlich weniger, weil ich ja am Ende des Tages ja auch fertig bin mit der Nummer. Und es mir ja beim Scalping, behaupte ich mal, wenig hilft, eine Übersicht zu haben, was jetzt irgendwie sich im Tageschart abspielt, weil ich muss ja gucken, dass ich innerhalb des Tages aus den verschiedenen Positionen rein, beziehungsweise da rein und auch wieder rauskomme. Deswegen ist 4 Stunden eigentlich so das Maximum und der zeigt auch normalerweise ein recht klares Bild. Das gucken wir uns hier auch mal an. Ich gehe mal hier ganz kurz nochmal auf den Kassa, der jetzt ja auch relevant wird. Also gleich mal eine kurze Frage, wenn ich dich kurz stören darf, jetzt haben wir ja direkt das Opening, ist vielleicht gar nicht so optimal, aber du hältst ungern Positionen dann sozusagen, jetzt beim Dow hast du es ja, aber sonst eigentlich nicht so über die Nacht, also generell nur im Intraday.
Genau, also beim DAO war es jetzt halt nur so, weil ich bin da halt so gut reingekommen, gestern Abend eigentlich mit einer Skype-Position und die ist sofort halt hochgelaufen und kam nie wieder zurück und da kann man dann natürlich immer sagen, ja komm, lass mal laufen. Und weil ich ja zumindest weiß, wo dort seine Ziele sind und kann ich ja hier auch mal kurz zeigen, den DAO, dort habe ich auch ein Setup, das ich jetzt schon ein bisschen länger handle und da sieht man zum Beispiel recht deutlich, also ich gehe hier mal auf 4 Stunden, weil auf der tickt zwar normalerweise auf 30 Minuten, behaupte ich, der DAO, aber auf 30 Minuten haben wir aktuell kein Bild. Ich mache mal hier ein paar Linien raus, damit man hier keine... Jetzt ein bisschen was weg hier. So, ich kann mir halt hier alles Mögliche anzeigen lassen, beziehungsweise ausblenden auch automatisch. Genau, da seht ihr auch, liebe Zuschauer, dass das, wie gesagt, das Tool in sich da doch schon ganz schön viele extra Parameter noch hat, die es natürlich dann zu bedienen gilt, wenn man es denn will, wie Money Lines, Intraday High Lows, das ist natürlich automatisiert alles mit drin, stark. So, und hier sieht man jetzt zum Beispiel halt 4 Stunden im Dow Jones, was da passiert. Das heißt, wir haben hier schon einen massiven Anstieg gehabt. An der Stelle hier eine lange Kerze, bohrt sich ordentlich nach oben durch, war begründet meines Erachtens, habe ich auch gehandelt hier durch den 1-Stunden-Chart. Hier haben wir einen Abfall, einen relativ schlatten Abfall eigentlich. Kurzer Peak nach unten und dann gibt es natürlich so, das ist natürlich dann für mich, ich werde jetzt hier mal parallel ein bisschen malen, ganz grob jetzt nur mal, ja, nur zur Orientierung, wenn man es hier so anguckt, dann war halt irgendwo in Anführungszeichen klar, das ist so eine Herausforderung, die liebt der DAO einfach, ja, dass ich hier mal einmal eine Runde kurz abkippen und dann ist es natürlich ein Long Setup ab der Stelle. Und für den DAO ganz wichtig, eben der obere Bereich hier um die 260, da ist er natürlich, das ist er dann auch gestern leider gescheitert. Das hat vermutlich auch den DAX so ein bisschen gebremst in seiner weiteren Motivation nach oben. Aber das Ding ist auch noch nicht gegessen hier oben. Also weil es ist, er hat genau wie der DAX eben auch relativ schwach korrigiert. Also dieses ist wirklich für einen, gerade für einen DAO, der immer ziemlich geradeaus läuft, war das hier eine ganz, ganz schwache Reaktion eigentlich nur. Also für, typisch für den wäre eigentlich dann eher gewesen, so ich kippe nochmal 200 Punkte runter und renne dann nochmal 300 hoch. Vielleicht auch nicht ganz so viel, aber das zeugt oder zeigt eigentlich schon, dass da eine gewisse Motivation und Stärke eben auch nach oben da ist. Und hier sieht man es zum Beispiel, dass das Bild auf einem kleineren Timeframe, wobei eine Stunde ja gar nicht so klein ist, ja doch gar nicht so klar mehr ist. Ja, also wir haben hier irgendwie ein ziemliches Durcheinander. Also wir haben hier eine lange, beziehungsweise sind hier die Aufwärtsbewegung oben abgeschlossen, direkt beantwortet hier mit einer roten Kerze wiederum, beziehungsweise dann halt hier mit 3 und dann ist auch schon wieder Schluss und hier wird es einfach undurchsichtig. Also da kann man nicht mehr viel draus ableiten, außer vielleicht noch, dass wir hier immer noch in dieser Aufwärtsbewegung stecken. Also jetzt mal rein nach Markttechnik, was ich auch für meinen Handelsansatz mir immer zugrunde lege und versuche halt irgendwo aus der Markttechnik was herauszulesen, aber ist halt hier durch das ganze Geschibbel, nenne ich es jetzt mal, was dazwischendurch war, doch sehr, sehr undurchsichtig geworden. Also man sieht hier, eigentlich passiert ist dann nichts mehr nach dieser langen Kerze, also kurzer Peak nach oben und der Rest spielt sich alles innerhalb dieser Kerze ab. Und solange die auch nicht nach, in eine Richtung deutlich beantwortet ist, ist da auch nichts Klares rauszulesen. Und ich glaube, das Problem, ich gehe jetzt mal wieder auf den DAX, haben wir natürlich hier genauso. Das ist auch ein guter Punkt gerade gewesen, Dirk. Der kam gerade im Chat so, bitte mal den DAX besprechen. Gerade weil er jetzt hier so ein Move macht, sind die Teilnehmer ja schon heiß, wie die Situation jetzt beim DAX live einschätzt. Ja. Also wir sind hier über der besagten Marke jetzt drüber. Also wir haben hier eigentlich auch kein Gap mehr offen. Also hier unten ist jetzt die Sache eigentlich zu, so wie ich das sehe. Das Gap müsste also, naja, hier ist noch ein Stückchen, ist noch auf, aber muss er jetzt auch nicht unbedingt schließen. Ne? Aber man sieht auch an der Reaktion, ja, also okay, er geht nach oben. Das ist so ein bisschen, aber auch wie gestern. Das heißt, es fehlt unten einfach noch ein Stück. Und deswegen ist natürlich jetzt sehr schwer, hier zu sagen, okay, das Ding geht long. Ich weiß es nicht. Also deswegen müssen wir jetzt hier mal abwarten und ich versuche jetzt einfach mal gleich, es sind jetzt gerade erstmal 5 Minuten vergangen, mal hier ein Bild irgendwo mir rauszuziehen. Mal gucken, ob sich da schon irgendwas ergibt. Also wir werden gleich sehen, wenn ich jetzt auf einer Minute hier anfange zu agieren. Ich werde jetzt hier natürlich sehr viele Linien zeichnen. Das wird nachher auch so ein bisschen aussehen wie ein Maschendrahtzaun hier.
Und einige davon werden länger Bedeutung haben, andere weniger. Aber hier sieht man zum Beispiel schon deutlich Aufwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung und dann kippt er eben hier direkt drunter. Ja? Ich habe jetzt hier einfach nur die beiden Tiefs verbunden. Und dann sieht man schon, okay, das passt. Kam also erstmal nicht weit an der Stelle. Deswegen auch gerade die Einschätzung zu sagen, der geht jetzt long, schwierig, direkt. Er kommt nämlich direkt wieder runter. Und weil hier unten fehlt einfach noch ein Stück. Also das hier, wenn das mein Kassaschluss ist, ich gehe mal nochmal hier auf das, was immer, ah ne, doch, da, ne? Genau. So, hier mein Kassaschluss, da fehlt halt noch ein Stück und er hat natürlich, ja, gibt es natürlich von einigen Marktteilnehmern ja auch ein gewisses Interesse, da nochmal hin zurückzukommen. Das heißt, man muss hier natürlich auch damit rechnen, dass das Gap noch geschlossen wird. Ich bin aber, gerade was Gaps angeht, ich meine, das ist jetzt ein kleines, das macht es gerade noch mal ein bisschen schwieriger, da jetzt halt vernünftig irgendwo was rauszulesen innerhalb von ein paar Minuten. Aber man sieht ja halt, da ist schon eine Tendenz da. Aber ich würde jetzt nicht hingehen, würde auf Gap Close setzen, sondern ich würde das jetzt hier tatsächlich erstmal abwarten, was da passiert. Und dann kann man auch, glaube ich, danach, also wenn es passiert, dann auch, denke ich mal, ganz gut eine Tendenz dann auch recht schnell erkennen, wo da halt die Reise hingehen soll. Wir haben auch hier noch das Future Gap ist auch noch da. Das heißt, wir haben gleich zwei übereinander und mal gucken, wie da die Reaktion ausfällt, weil das hier ist noch wirklich viel zu undurchsichtig. Man hätte jetzt natürlich hier direkt irgendwo shorten können an der Stelle, aber ich würde erstmal tatsächlich ein bisschen warten. Also wie gesagt, Aktionismus ist, glaube ich, echt keine gute Idee. Ja, das ist ja schon mal eine wichtige Botschaft auf jeden Fall, Dirk. Ne? Ja, also klar, ich meine, ich habe wirklich mein Rekord, glaube ich, also was heißt Rekord? Ich habe tatsächlich mal an einem Tag 92 Positionen nur im DAX gemacht. Ja. Mhm. Und das war aber auch ein Tag, wo ich aber auch wusste, okay, oder auch gemerkt habe, der gibt das her. Ja. Und jetzt aber heute, das ist halt wirklich hier so ein Entscheidungsbereich, das kann halt wirklich massiv, glaube ich, sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Und in welche, das wird sich jetzt wahrscheinlich hier gleich so in dem Bereich entscheiden. Das kann halt dann wirklich massiv rauf oder runter gehen. Und Scalping funktioniert eigentlich am besten in Konsolidierungsphasen. Also wenn man zum Beispiel halt einen starken Anstieg hatten, den hatten wir jetzt zwar gestern, aber der ist ja auch relativ schnell wieder abverkauft worden. Und das ist eigentlich nicht typisch, sondern oft ist es ja so, also zum Beispiel letztens, wo er dann eben über die 10.700 erst nochmal ist, dass der DAX halt dann da drüber rennt und dann passiert erstmal gar nichts mehr. Dann stand der nächsten Tag da oben in einer 50-Punkte-Range. Und das ist natürlich dann relativ einfach, dann auch zu handeln, weil man dann schon so ein bisschen einschätzen kann, okay, da wird jetzt einfach ein Wechsel stattfinden, das heißt, Short-Positionen werden nacheinander aufgelöst, da kommen neue Long-Positionen rein und daher kommt ja auch dann so eine Bewegung dann halt, die sehr überschaubar ist. Aber hier, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal die Übernacht-Indikation hier mal noch mit anguckt, das ist ganz schön, das sieht ganz schön blöd aus da oben. Also muss man lapidar auszudrücken. Ja, das sieht nicht nett aus, was da passiert ist. Und Dirk, da mal eine Frage gerade. Du hast ja vorhin von der blauen Horizontallinie gesprochen. Also die anderen Horizontallinien sind ja alle auch algorithmisch. Du hast ja da in der Nachtsession oben auch gesehen, oder in der Asia-Session, das graue Linchen, was da von links kommt, die Horizontallinie, das ist ja auch so eine algorithmische Widerstandslinie zurückberechnet. Das hier ist einfach die 100er-Marke, ist das. Aha, ach ja. Eingezeichnet die 10.800. Ah ja, okay, du hast also die Round Number sozusagen auch nochmal separat immer im Chart. Okay, das ist genau. Ganz interessant, gut. So, und jetzt mal hier zur Orientierung. Ich werde jetzt hier mal ein paar... Ja, also ist das immer das Problem, wenn man dann zu viel reden muss. Weil den hätte ich wahrscheinlich sonst schon erwischt hier. Naja, aber lass mal den jetzt mal kurz machen. Zur Orientierung, also ich lasse mir hier mal die Vortages-Fibus einblenden. Ja, das kann ich hier alles per Knopfdruck machen. Die Bildschirmübertragung ist so, also es läuft hier so ein bisschen zäh und ich fürchte so ein bisschen, das liegt an der Bildschirmübertragung. Ich würde hier mal auf der anderen Seite noch was ausmachen eben. Mal gucken, vielleicht bringt das hier was. Ist aber gut zu sehen. Also eigentlich recht flüssig, soweit ich das beurteilen kann. Also Stimme ist gut, Bild ist auch realtime. Klar, der Mauszeiger hängt manchmal ein Stück hinterher, aber es passt eigentlich wohl. Ja. So, also hier, ne, wie gesagt, das sind die Vortages-Fibos. Ich arbeite sehr gerne mit Fibos. So, hier ist natürlich, Intrawoche ist natürlich jetzt noch nicht relevant, weil da ist ja nichts anderes passiert als gestern. Dann habe ich halt hier nochmal die Vorwoche, auch nochmal Fibos. Und da sind wir jetzt hier
nicht unbedingt in dem Bereich, die kommen aber dann oben dann irgendwann zum Tragen. Ja, also hier oben, das wäre zum Beispiel so ein Ziel, was er ganz gut erreichen könnte. Jetzt mal rein auf Fibos bezogen, hier ein bisschen kleiner, das heißt, wir sind da oben bei 8000, Quatsch, 8000, 10.847. Ja. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel so eine Situation, da könnte sich jetzt tatsächlich was ergeben. So, mal gucken. So, das heißt hier jetzt erstmal kurz abgeprallt an der 100er Marke. Jetzt kann man natürlich versuchen, hier an dem Hoch mit reinzugehen. Ist natürlich immer so ein bisschen gefährlich, weil natürlich auch die Erstreaktion kann auch dann immer sein, so ich schnappe mir mal den Long Entry und dann ziehe ich dann doch wieder nach unten. Aber wir sehen hier eine deutliche Reaktion. Ich mache das noch ein bisschen größer. Sorry, wenn ich immer so ein bisschen hin und her skalieren muss. Immer noch auf einer Minute. Man sieht aber schon die Reaktion recht deutlich hier an der Vortagesfibo. Ja? So, und hier oben kriegen wir jetzt eigentlich so einen Bereich, der schon ganz nett aussieht. Das heißt hier abfallende Hochs mit gleichzeitig hier keine neuen Tiefs. Das ist natürlich so eine Sache, die kann, mal ganz klein betrachtet, das ist natürlich alles sehr eng hier jetzt erstmal. Aber das ist eigentlich eine Einladung für Long. So, und das ist so eine Geschichte, die könnte man jetzt tatsächlich mal probieren. Das sieht ja noch hier, und er reagiert auch direkt daran. Wir haben jetzt hier drei Berührungen hier auf einer Minute. Und ich würde jetzt tatsächlich mal versuchen, mich mal hier oben long einzudecken. Versuche jetzt nicht unbedingt die allererste Reaktion. Ich setze mal eine Order hier oben hin. Und ich gehe halt auch immer so vor, dass ich jetzt zum Beispiel nicht mit einer vollen Positionsgröße reingehe. Also wir haben hier ein Konto in der Größenordnung etwa 10.000 Euro. So, ne? Hier auch deswegen nicht direkt mit der ersten Reaktion. Da oben, der sitzt in sicherer Reichweite. Das heißt, wenn er jetzt da irgendwie durchläuft, dann ist es ja eigentlich auch relativ, in Anführungszeichen, klar, dass es funktionieren kann. Aber hier ist zum Beispiel eben, dass wir einen kleinen Fehlausbruch bekommen werden. Entschuldigung. So, sieht man auch hier schon, ne? Das wäre schon eine ganz schlechte Idee gewesen, hier long reinzugehen. Sag mal, Dirk, achtest du da auch auf Kerzenformationen hier, die verschiedenen Ausprägungen? In 1 Minute eigentlich nicht. Also in 1 Minute ist es immer so ein bisschen, also da die Kerzen selber ist da halt, glaube ich, hat wenig Aussagekraft auf 1 Minute. Da ist es halt wirklich eher so die Bewegungsabläufe, ja, wie man hier ja sieht. Das hat ja zum Beispiel gerade wunderbar gepasst. Ich habe hier einfach nur die beiden Hochs verbunden. Und die dritte reagiert auch dran. Und jetzt geht es halt hier drum, machen wir jetzt hier einen Ausbruch oder machen wir keinen. So, die erste Kerze ist abgeschlossen. Das heißt, an dieser Stelle wäre zum Beispiel die Chance, dass das Ganze funktioniert. Weil das heißt, der Fehlausbruch wäre dann keiner gewesen. Ich komme hier jetzt über das nächste Hoch drüber, habe schon mal die erste Gefahr, ist schon mal gebannt. Deswegen, das passiert eben ganz oft, weil 50% der Ausbrüche sind nun mal Fehlausbrüche. Und das heißt, wenn er den Weg jetzt hier antritt, muss er dafür, um da oben die Order zu erwischen, das Hoch von dieser Kerze muss er erstmal überbieten, ist schon gleichzeitig im Hoch den zweiten. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Beschleunigung eigentlich da in die Richtung. Und wie ich ja auch gerade gesagt habe, ich würde auf keinen Fall hier mit einer ganzen Position reingehen. Die besteht hier beim 10.000 Euro Konto ausgehend von einem Stop-Loss von 5 Punkten bei etwa 20 Euro pro Punkt. Das heißt, ich würde hier erstmal ganz klein anfangen mit 5 Euro pro Punkt und dann halt mal sehen, wie es weiter reagiert. Und bei Ausbauen kann man die Position immer noch. Und gerade wenn wir jetzt hier in der Markteröffnung sind, wo es ja gerne mal ein bisschen wilder ist, muss man halt auch ein bisschen aufpassen und dass man da sein Risiko im Zaum hält. Aber man sieht hier schon recht deutlich, das ist nicht klar, das Bild. Also auch wenn jetzt hier nach oben geknallt ist, das sieht alles nicht irgendwie nicht so wahnsinnig deutlich aus. Oder bist du da anderer Meinung? Nee, das Tierchen DAX ist ja sowieso ein Stück weit immer schwer einzufangen. Also für mein Dafürhalten, sage ich mal, deswegen ist es ja umso wichtiger, dass du dir da die Systematik auch so zurechtgebaut hast, wie du es brauchst, beziehungsweise auch machst. Und wenn natürlich jetzt hier so eine Range irgendwo da ist und der will nicht nach oben, nicht nach unten raus, ist es natürlich dann wichtig, eben entsprechend abwarten zu können. Das sagt es ja vorhin auch schon, dass das ja elementar wichtig ist. Also, und was sich raushört, ist sozusagen, du machst sozusagen ein Scale-In, also du pyramidisierst dann durchaus, also in die volle Positionsgröße rein, wenn du jetzt, wie du sagst, der Markt in deine Richtung schießt, dass du dann Step by Step mit den Pending Orders deine Positionsgröße positiv aufbaust sozusagen.
Ja, aber auch negativ. Also wenn ich jetzt, Okay. ne, also wenn ich jetzt, deswegen ja auch die kleinere Positionsgröße, ne? Weil wenn er jetzt natürlich jetzt hier diese Order als Beispiel fehlt, ist dann der Meinung, muss hier nochmal hinlaufen, dann kann ich hier unten genauso gut das halt nochmal machen. Muss aber natürlich vorher abschätzen, wo ist mein Exit, wo macht es keinen Sinn mehr. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal von 5 Minuten ausgehen, da würde ich sagen, ab hier unten macht es auf gar keinen Fall mehr Sinn. Wobei die Range mir schon fast eine Nummer zu groß ist. Ja? Ich meine, würde zwar passen hier mit rund 20 Punkten und eine Viertelposition, das geht schon noch, ja, das kann man schon noch machen, aber da muss ich mich halt wirklich die Frage stellen, okay, macht das da Sinn, daran festzuhalten, weil da warte ich lieber mal ab, was er dann da unten treibt und decke mich nochmal neu ein, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich da halt irgendwo festzubeißen und es ist auch so eine mentale Sache, ja. Also ich meine, wenn so eine Position dann weg ist, ist sie weg. So, dann kann ich mich neu sortieren und muss nicht irgendwie hoffen, dass jetzt noch irgendwie dies oder das oder jenes passiert. Und das so ist meine persönliche Erfahrung, macht einen beim Handeln wesentlich freier in seinen Entscheidungen, weil man Absolut. einfach keine Marktmeinung hat. Ja? Also ich möchte gar keine Meinung haben. Ich möchte nicht sagen, heute geht der DAX auf 10.850. Ich finde sowas, ich meine, wer das kann, es gibt ja auch gerade im Swing Trading oder ne, weil hier, man sieht es ja hier gerade schon wieder, was da halt passiert. Und wer halt mit größeren Strecken unterwegs ist, der muss natürlich so eine Meinung haben, aber ich mache mich lieber frei davon. Und wenn er das am Ende des Tages macht, das ist ja alles gut und schön. Aber wenn er es eben nicht macht, ich hänge mich den ganzen Tag dran fest, dann gucke ich in die Röhre. Korrekt. Und deswegen bin ich da, also für mich, wie gesagt, das ist ganz klar eine Frage des persönlichen Handelsstils, aber deswegen bin ich da für mich der Meinung, ich bin froh, wenn ich keine Marktmeinung habe und nicht behaupte, der macht jetzt dieses, das oder jenes. Schlimmste noch, wenn man dann jemand anderem noch erzählt, ja, so und so wird es heute kommen und dann sitzt man den ganzen Tag da und will Recht behaben, Recht haben. Und das ist ja einfach nur menschlich, ja. Also niemand will Unrecht haben. Und das ist ja auch sowas. Im Scalping habe ich ganz oft Unrecht. Und das macht auch nichts. Das tut überhaupt nicht weh. Ganz im Gegenteil eigentlich. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Also, dass man halt wirklich da nicht gefangen ist, ja. Aber Und das ist genau, deswegen auch hier. ja, genau, das ist aber das, wo viele dann eben scheitern, ne? Ich meine, so das Verlieren oder das, die Ohrfeige bekommen, das stecken nicht viele weg. Aber es ist eben, wie du schon sagst, beim Scalping ist das relativ und passiert immer wieder und ausgestoppt sein ist einfach ein Haken an einem Trade. Aber das eben, wie du sagst, psychologisch dann wegzustecken, das ist gerade die große Hürde. Kannst du uns ja, wenn der Markt hier noch weiter rumpendelt, mal so, du erzählst ja gerade aus dem Nähkästchen ein Stück weit, dass du sagst, das ist für dich dann auch gut, um dich frei zu machen, wenn du praktisch jetzt eine Position hast, die dann gegen dich läuft, die nicht ewig zu halten oder dann geschweige denn sogar noch zu hoffen. Das ist ja nicht der Fall. Aber ich sehe gerade, du hast ja auch das Tool, du ziehst praktisch die Pending da in dem Balken rechts dann automatisch mit, wie wir gerade gesehen haben, ne? Also du hast praktisch die Genau, Chartsteuerung und also Ordersteuerung mit dem Tool da. genau richtig. Also ich muss hier einfach nur reinklicken und dann sitzt die Order, ja. Also hier direkt, sobald ich loslasse, ist die Order drin, entweder als Limit oder als Stop. So, die Bewegung hier, die finde ich jetzt eigentlich schon mal ganz nett. Also er hat hier jetzt gerade noch mal 5 Minuten versucht, das Ganze nach unten zu verlängern. Das hat nicht funktioniert. Wir haben hier die erste Kerze ist long. Wir schließen immer die ganze Zeit über die ersten Kerze. Wir haben hier dieses Verlaufshoch. Das heißt, das könnte jetzt funktionieren. Mal gucken, ich gehe jetzt trotzdem hier nur erstmal mit einer Order rein. Also hier, wie man sieht, das geht alles wirklich mit einem einzigen Klick. Eine Order setzen, eine Order löschen. Und auch noch ein paar andere Sachen mehr. Das heißt, hier zackert er natürlich jetzt so ein bisschen rum, weil es natürlich immer so eine schwierige Aufgabe, die Farbe von der Kerze zu verwandeln. Das ist genau wie, also im Tageschart ja nichts anderes. Ja. Das ist immer Reaktion am Open von der Kerze und das ist im kleinen Timeframe genau das gleiche in Grün. So, das heißt, es geht hier jetzt gerade so ein paar Mal rauf und runter und wenn aber jetzt hier eine Bewegung nach oben kommt und die bis hier oben geht, dann müsste die eigentlich auch weiterlaufen. Das heißt, dann hat das Ganze hier auch Aussicht auf Erfolg und dass da was bei rauskommt. So, geht das Ganze jetzt an. Dann werden wir gleich mal sehen, ob das eine gute Idee war. Ist auch hier über die Linie drüber gebrochen und macht sich jetzt nochmal auf. So, jetzt ist die erste hier gefüllt. Ich ziehe direkt meinen Stop hier unten hin, auch mit einem Klick. Wir sind jetzt hier erstmal bei 14 Punkten, das macht aber nichts, weil ich ja halt, wie gesagt, klein hier drin bin. So, und wenn dieser Ausbruch jetzt weitergeht, würde ich direkt hier oben rein skalieren und mir die nächste hier oben auch mitziehen. So, hier würde mein
Trail anfangen. Ich habe hier oben meinen ersten Widerstand. Das ist auch so eine Moneyline, nenne ich mal, also diese Indikation, die 4 Jahre zurückgeht. Und dort würde ich direkt auch anfangen zu trailen, weil das Konzept beim Scalpen ist eigentlich schon am ersten Widerstand alles raus. Und nicht irgendwie darauf zu warten, dass da Größeres passiert. Ich kann es hier auch so einstellen, dass ich jetzt hier einfach, ich kann den Trail auch ausschalten und einfach nur auf Break-Even setzen lassen. Ja, also jetzt bin ich hier oben, das sind 7 Punkte, das zeigt er mir hier auch an, Trail Beginn, Break-Even nach 7 Punkten. Ja, es ist trotzdem, ne, man sieht echt die Bewegung, das ist irgendwie alles leider ziemlich unklar, was da eine zähe passiert. Geschichte. Im Prinzip war das jetzt auch die Idee, ja, und es ist ja völlig legitim, auf den Ausbruch zu spekulieren, weil da gebe ich dir ja recht, wir hatten so ein kleines, genau, leicht höheres Tief, ne, und dann so, der Druck wollte nicht. Insofern mal gucken, was sie jetzt machen. Das ist ja auch immer wieder das, gerade beim DAX, wenn er da seine Richtung findet. Ich meine, für dich ja auch immer interessant, wenn gleich richtig starke Bewegungen stattfinden, oder? Dass du so ins Momentum reingehst. Genau, richtig. Genau. Das ist ja auch hier passiert eigentlich, ne? Also ich meine, hier eine lange Kerze und dann halt hier eine Bestätigung nach oben, kein Schlusskurs überhalb dieser 5-Minuten-Kerze und eigentlich wäre es jetzt halt nur ja, legitim, wenn die Bewegung nach oben fortgesetzt wird. Also wenn er das jetzt nicht macht und trotzdem runtergeht, weil die 15-Minuten-Kerze sieht ja nicht anders aus, ja? Gibt eigentlich gar keinen Grund zur Annahme, warum er das nicht machen soll. Und wenn doch, dann liegt es einfach tatsächlich an der Unentschlossenheit hier des Marktes und dann würde die Position dann halt im Minus enden. Aber das, wie gesagt, das macht ja nichts. Ich bin ja hier jetzt erstmal nur klein drin. Gerade in solchen Marktphasen glaube ich auch wirklich die bessere Idee, das so zu machen. Absolut. Aber warten wir mal ab. Das kann natürlich mit dieser Kerze, mit der 15-Minuten-Kerze, kann es natürlich jetzt auch noch mal dauern bis 9:30. Ist möglich, kann aber sein, dass es jetzt einfach direkt durchzieht. Wäre mir jetzt natürlich am liebsten. Ich gucke mal hier ganz kurz noch im Future, genau, also steht hier schön auf der Linie drauf, ist die dritte Berührung, da sieht man es ein bisschen besser. Die vierte würde mich dann allerdings stutzig machen, also die dritte ist normalerweise in Ordnung. Wenn er dann nochmal runterkommt, dann glaube ich eher auf Short gehen, beziehungsweise da, zumindest mal damit rechnen. Da fehlt dann praktisch, da würde dann praktisch die Kraft fehlen sozusagen, ne? Das lässt sich ja dann ableiten, mehr oder weniger. Hast du die gleitenden Durchschnitte, die du da drin hast, haben die eine Bewandtnis für dein System irgendwie? Also ist das was, wo ja, weil viele drauf schauen oder welche EMAs oder SMAs hast du da drin oder ist das, die gleitende Durchschnitt war auch eine Frage vom Teilnehmer direkt? Also ich handle nicht nach den Durchschnitten, sondern ich bewerte danach eigentlich eher auch so meinen Ausstieg. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ein längerer Abfall war und der pendelt die ganze Zeit unter dem SMA 12, das ist hier der Kollege hier, der so dunkelrot ist, und unterm 20. Und dann hat man eben oft eine Reaktion dann auch an der ersten Berührung. Und das sind auch so Sachen, wo ich dann sage, okay, da gehe ich lieber mal raus und warte mal ab, was passiert. Aber jetzt nicht unbedingt für einen Einstieg, genauso für einen 200er. Liegt aber eigentlich eher daran, weil gleitende Durchschnitte werden gehandelt, ja, also von einigen Marktteilnehmern. Und das ist ja auch immer so, ich sag mal, der Versuch, sich in andere Marktteilnehmer reinzuversetzen. Und da halt eben auch da versuchen, was herauszulesen, was könnte jetzt passieren, einfach aufgrund dessen, weil ja nun mal andere auch damit handeln oder auf dieser Indikation eben handeln von gleitenden Durchschnitten. Deswegen treffe ich dann bei sowas schon mal die Entscheidung, okay, gehe ich raus. Das gleiche bei Pivotpunkten handle ich auch nicht, aber Pivotpunkte werden gehandelt und entsprechend gibt es Reaktionen bei Pivotpunkten, die aber schwer einzuschätzen sind. Das sind dann auch eher so Punkte, wo ich sage, okay, dann da gehe ich lieber raus aus dem Markt und gucke mir erstmal an, was da weiter passiert, bis die Nummer mit dem Pivotpunkt dann erledigt ist und dann positioniere ich mich nochmal neu. Ja, und deswegen gibt es die hier auch per Knopfdruck, kann ich mir die Pivots einblenden, hier ist jetzt aktuell keiner in der Nähe, aber der wird schon da irgendwo, da oben ist zum Beispiel Pivot Resistance 1, das wäre dann auch so ein Exit einfach, ja, wo er an der Stelle einfach Sinn machen würde. So, die Bewegung geht hier weiter, das heißt, wir müssen jetzt auch mal den Stop ein bisschen näher ranholen hier, weil ich jetzt ja doch schon ein bisschen größer positioniert bin. Der Stopp ist dann jetzt für die ganze Position, oder? Der ist für die ganze Position, genau. Das ist auch der entscheidende Unterschied hier im normalen Handel mit dem MetaTrader 4. Das heißt, ich habe hier verschiedene Modi, bietet der StereoTrader an. Und das hier ist der Future-Modus. Das heißt, der fasst die Positionen zusammen. Und so, dass ich immer nur einen Break-Even trade. Ne? Also sieht man ja hier ist mein Break-Even über alle Positionen. Ich kann mir das hier in der Statistik nochmal genauer anzeigen lassen, da oben in Zahlen.
796 ist mein Break-Even, das ist meine Gesamtpositionierung, das ist mein Risiko mit 94 Euro jetzt aktuell. Mhm. Reward ist noch nichts angezeigt, also Risk-Reward heißt ja nichts anderes als CRV, weil ich halt einfach den Take-Profit nicht gesetzt habe. Ja? Würde ich jetzt den Take-Profit hier oben hinsetzen, mal als Beispiel, dann wird mir auch sofort angezeigt, Risk-Reward hätte ich halt hier 94 zu 142. Ah ja. Ja, so und die Entschuldigung, die kleinen Vierecke sind dann die Entries da rechts, oder? Genau, das sind die einzelnen Entries. Das heißt, ich komme nach wie vor auch an die einzelnen, ich mache mal hier nur Take Profit nochmal aus, ich komme nach wie vor hier dran. Das heißt, ich klicke hier drauf und habe dann hier meine Informationen zu den einzelnen Entries. Ja, wow. Und kann auch dann jederzeit sagen, okay, den werfe ich nochmal raus, nur als Beispiel. So, jetzt haben wir hier die 800. Das heißt, er läuft jetzt erstmal in die richtige Richtung. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, den nehme ich gleich mal mit. Aber 2,5 Punkte, ein bisschen mehr könnte da eigentlich schon noch gehen. Deswegen, ich würde eher hier auf den nächsten Widerstand mal setzen, weil die 800, das ist natürlich auch so ein typischer Short Entry. Und das ist eigentlich eher so ein Ding, was geschossen werden sollte. Also es heißt jetzt natürlich nichts, dass es machen muss. Aber wir haben hier auch einen Schlusskurs von einer 15-Minuten-Kerze. Naja, ich würde halt schon hier ein bisschen aufpassen jetzt, weil ich schon damit rechne, dass wir halt noch ein Stück weitergehen und lasse den dann hier erstmal Break-Even setzen. So, ne, haben wir jetzt gesehen, er hat es automatisch Break-Even gezogen. Und jetzt kann ich mir halt angucken, ne, also hier ist halt diese Linie gewesen, wo ich sage, da gehe ich Break-Even. Und der Stop ist automatisch nachgeführt worden. Jetzt kann ich halt hier entscheiden, bleibe ich da drin, setze ich darauf, dass er weiter steigt, oder gehe ich raus aus dem Markt. Wenn mir das hier zu lange dauert, gehe ich raus. Manuell, dann mache ich mit einem Klick. Genau, also entweder manuell. Ich kann natürlich jetzt auch hier Teilverkäufe machen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, okay, hier oben, da würde ich jetzt ein Exit hinsetzen, mal mit der Hälfte der Position. Ich bin jetzt hier mit 10 Euro pro Punkt drin. Da oben wäre die Hälfte raus. Und ja, indem ich hier einfach Gegenorders setze. Also es werden hier keine Einzelpositionen aufgemacht, wie das normal beim MetaTrader der Fall ist, sondern Gegenpositionen. Und die werden auch alle getrailt. Das heißt, also die hier würde mit einem Abstand von einem Punkt getrailt werden. Wobei mir das jetzt fast zu lange dauert. Ich würde mal eine wieder raus tun. Das heißt, ich verkaufe die jetzt hier manuell, habe ich jetzt mal die Position halbiert. Und könnte jetzt auch sagen, okay, den Rest lasse ich jetzt nachtrailen. So, schmeiß meinen Trail an. Hier mit einem Klick. Wenn er jetzt nach oben läuft, macht er nicht. Egal, wir sind hier mit einem Plus raus, mit 6 Punkten hier aus der Position. So. So schnell kann es gehen. Das ist natürlich alles sehr schnell, ne? Das ist mir klar. Das ist mir ganz klar. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. So, da oben schmeiße ich auch mal raus. Aber das ist natürlich... Bitte? Das ist ja ein gutes Beispiel gewesen, um Gottes Willen. Das war ja eigentlich, man sollte jetzt nicht unbedingt eine Meinung haben, ja, aber ich sag mal, die Annahme dessen, dass es, wenn er durchraucht, dann ist es eben so. Und jetzt hängt er da an der 10,8, so Round Numbers sind ja generell bei vielen Märkten, Aktien wie Devisenmärkten auch immer wichtig. Und jetzt murkelt er da rum und ich sag mal, das ist dann ein Erfahrungswert, der dann sagt, okay, jetzt gehe ich da einfach auch mal raus. Und das eben aber mit dem einen Klick und mit dem Nachziehen und mit dem automatisch Break-Even, das ist schon eine feine Sache, du. Ja, das geht halt, ich meine, darauf ist es ja auch einfach ausgelegt. Das hat man jetzt ja auch gesehen. Das ist halt wirklich mit einem Klick ist es halt alles machbar. Und ich fand es halt eben auch wichtig, zum Beispiel, weil ich ja jetzt hier mit mehreren Positionen ja auch drin war, dass ich halt eben nicht nachdenken muss, wo ist denn jetzt mein Break-Even? Ich muss nicht hier unten gucken, wo sind meine einzelnen Positionen? Welche ist ein Plus, welche ist ein Minus? Sondern ich sehe es halt auf einen Blick einmal hier in Zahlen und wie wir auch gerade gesehen haben, hier auch in Form von Linien. Ich weiß genau, wo mein Break-Even ist, selbst wenn ich hier mit 20 Einzelpositionen drin bin. Ja? Ich verliere nie den Überblick. Und vor allen Dingen eben durch solche Geschichten, dass ich sage, ich lasse das hier automatisch Break-Even setzen. Also es war jetzt nicht genau, sondern Break-Even plus 2 Punkte, das kann man alles voreinstellen. Und da bin ich an der Stelle auch einfach sicher. Und wenn er dann zurückkommt, dann ist es halt so. Ja? Aber die Einschätzung war ja hier auf jeden Fall richtig, zu sagen, an dieser Moneyline, dort mache ich erstmal Break-Even, die ganze Geschichte, weil die Reaktion war ja da, hat man ja gesehen. Und er hätte ja genauso gut wieder runterkommen können, aber ich muss mich ja nicht unbedingt damit gedanklich auseinandersetzen, sondern treffe eine Entscheidung, sage, hier geht das Ding Break-Even, der Rest ist mir dann an der Stelle egal. Läuft oder läuft nicht, und mir hat es jetzt einfach nur hier zu lange gedauert, war, könnte man jetzt sagen, ja, war ein Fehler, er läuft doch. Für meine Begriffe war es kein Fehler, die Position ist im Plus geendet. Und
ist eigentlich kaum ins, also auch nie in der Größenordnung ins Minus gelaufen. Und ob der ja weiterläuft, ich weiß es doch nicht. Ich kann es ja nicht wissen. Aber interessant ist, dass die Horizontallinie auch hier einhergehend mit den Hochs von gestern jetzt hier, genau das Level, was du ja auch als Take Profit angesehen hast, ja, dass das jetzt so angelaufen wird und auch die Horizontallinie wieder das Level komplett abdeckt und jetzt eben dann, sag ich mal, der nächste Step auf der Oberseite erreicht ist und jetzt wieder so ein Tauziehen anfängt, wie man ja gerade sieht. Genau. Also es ist hochinteressant. Also die Horizontallinie, die wir jetzt sehen, das, jetzt muss ich nochmal direkt fragen, das ist ist das also rückgerechnet ein Widerstandsbereich, der sich algorithmisch ermittelt hat sozusagen, oder ist das ein Vortagsding? Das ist ein eigener Algorithmus, den ich entwickelt habe und der findet halt kleine Clusterungen in der Vergangenheit. Also kombiniert die halt und gleicht das mit Volumen und so weiter ab und dadurch ergeben sich halt wirklich dann solche Widerstandsbereiche. Man sieht ja auch, manche sind ein bisschen dicker, hier oben ist eine ganz dünne und es das heißt auch ganz klar, je dicker die Linie, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann eine Reaktion stattfindet. Ja. Und da die hier jetzt auch nicht ganz so dünn war, sie hat eine Gewichtung von 5, wird ja hiermit angezeigt, die hat eine Gewichtung von 6. Aha. Entschuldigung. Kein Problem. Und kann ich da auch auch ganz gut einschätzen, okay, macht es jetzt Sinn, da auf die Bremse zu treten, beziehungsweise da halt mein Risiko zu begrenzen oder kann ich das ignorieren? Also wir werden auch sehen, wenn er hier oben hinlaufen sollte, die wird wahrscheinlich auch reagieren, aber da könnte es sein, dass er schneller drüber läuft. Wobei das natürlich jetzt hier oben wiederum zusammenkommt mit einem Pivot, das heißt, wir kriegen hier ein kleines Cluster, da wird er nicht so einfach drüber laufen, höchstwahrscheinlich. Ja, also ich meine, ich habe auch keine Glaskugel. Aber das ist natürlich, und darum geht es ja beim Scalping. Ich muss ja erkennen, wo sind Bereiche, wo es reagieren kann. Ja, und hier sehen wir doch auch zum Beispiel ganz deutlich, ja, ich meine, das war doch absolut richtig, da rauszugehen, weil sonst würde ich jetzt noch hier drin hängen. Gut, ich meine, ich hätte jetzt hier vielleicht nochmal 2, 3 Punkte mehr, aber kann ja keiner wissen. Hätte genauso gut sein können, dass er hier nochmal nach unten dreht. Absolut. Und ich weiß ja nur, ich habe hier meine Widerstandsbereiche und das ist für mich auch ganz klar eine Indikation zu sagen, dort gehe ich im Zweifelsfall raus, wenn es mir zu lange dauert. Ja, weil, wie du schon sagst, ich meine, klar, nach oben wäre noch was gegangen. Es ist schön, ist halt wirklich die automatisierte Gewichtungslinie sozusagen da, wie sie jetzt als Reaktionslevel zu erkennen ist und auch eben am Vortag dann hier das Level klar. Also ich glaube, jeder manuelle, diskretionäre Trader hätte da jetzt auch wahrscheinlich auf fast selbem Niveau so eine horizontale Widerstandslinie gezogen. Und das dann Programm da automatisch macht, das ist schon interessant, muss ich sagen. Also neben dem, dass die Order Sizes, beziehungsweise die Summierung der Orders, alles mit einem und dann mit einem Klick Break-Even, ist schon eine feine Sache. Also da, wie gesagt, gerade im kurzfristigen Bereich, sage ich mal, das ist ja für dich dann auch, ja, ich will sagen, News ist dann auch was, worauf du stehst, mehr oder weniger, oder? Absolut, absolut. Also gerade dafür gibt es auch einige Funktionen, die wirklich darauf ausgerichtet sind, News zu handeln. Ich habe auch dazu mal das ein oder andere Video auch mal gemacht, NFPs, die ich da mal gehandelt habe und weil es zum Beispiel halt auch, mal gucken, vielleicht werden wir es hier irgendwie gleich mal zeigen können, diese Orderarten, die hier drin sind, also das sind auch keine normalen Limit-Orders, die ich hier setze zum Beispiel, sondern das sind synthetische MIT-Orders, das heißt, die werden erst ausgelöst, wenn ein gewisser Rücklauf da ist. Ja? Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, okay, hier setze ich eine Limit-Long, ja? Mal gucken, vielleicht kommt er ja dahin. Und kann ich hier ein Pullback eingeben. Das heißt, ich habe ein Pullback hier von 1. Wenn der jetzt da drunter knallt, so als Beispiel in einem Rutsch bis dahin, und dann passiert mit der Order gar nichts, die wird erst gefüllt, wenn es einen Rücklauf gibt von einem Punkt. Und das ist natürlich News, ist das super, ja, wenn so ein Kurs gerade ausläuft. Mal gucken, vielleicht sehen wir das jetzt sogar an. Es kann natürlich jetzt auch hier sein, dass er ein Back-to-Breakout macht. Das heißt, dass er hier nochmal hinläuft, das wäre natürlich dann ein bisschen blöd für die Demonstration. Ich lasse die jetzt aber trotzdem hier mal drin für Demonstrationszwecke. Vielleicht gelingt es ja jetzt. Klar. Und dass wir hier einen kleinen Rücklauf bekommen werden, weil wir hatten hier vorhin eine Reaktion. Und mal gucken auf einer Minute, wo es genau war. Das ist jetzt so eine Pullback-Order, oder? Also wo du sagst, der geht hin und dann willst du erstmal abwarten, ob er dann nochmals wieder antestet, das Level, oder? Du meinst es, was meinst du, die Order hier? Genau. Genau, also der, wenn er jetzt da drüber läuft, ja, also das, der wird wie gesagt erst gefüllt, wenn ich einen Rücklauf habe. Also jetzt eine normale Limit-Order würde ja sofort gefüllt werden. Genau, genau. Wobei, ich muss hier mal gucken, hier können wir eigentlich, das ist so eine Mini-Flacke, die wir hier haben. Das heißt, gefällt dir, oder? Also gar keine Lust mehr. Bitte? Aha. Gefällt dir für einen Long? Ja, gefällt mir für Long. Aber typisch wäre jetzt eigentlich, dahin zu laufen, wie er es gerade macht, dann hier unten sich irgendwo nochmal leicht abzustützen.
und es vielleicht dann zu Ende zu führen. Wie gesagt, eine ganz, ganz, ganz kleine Mini-Flagge hier, aber kann funktionieren auf einer Minute. Müssen wir mal gucken. Aber schöner wäre, wenn er erst so hier unten nochmal Pieksi macht. Da haben wir auch genau hier die eine Minutenkerze. Und die deutlicher ist als alles, was gerade danach kommt. Das heißt, und hier auch nochmal den Widerstand von gerade. Das heißt, eine kleine Reaktion müssten wir ja eigentlich haben. An die 800 muss er gar nicht großartig zurücklaufen. Deswegen das gleiche Spiel wie vorhin. Hier oben direkt in den ersten Ausbruch würde ich da noch gar nicht reingehen. Nicht unbedingt, kann natürlich trotzdem sein, dass er dann da oben zieht, jetzt ohne da unten irgendwas zu machen, aber so what, so ist es halt. Immer lieber drauf, mal warten, dass halt sich die 50%-Regel erfüllt. Das heißt, alles ist erstmal ein Fehlausbruch, zumindest mal ein kleiner. Und damit ist man eigentlich schon ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Ne? So, jetzt kommt es halt hier drauf an. Die kann man ein bisschen korrigieren. So, mal gucken. Weil das jetzt zum Beispiel hier der SMA 12, ne? Das ist halt so, das wäre jetzt auch typisch, ja, also hier so ein bisschen zur Orientierung nutze ich die halt eben auch, weil oft ist es so, dass bei Übertreibung von Marken dann einfach der nächstgelegene SMA, ob es jetzt ein 20er ist, ein 12er oder ein 50er oder 200er, dann gerne mal angelaufen wird, um dann dort abzuprallen. Aber nach meinem Dafürhalten nicht, weil dort ein SMA liegt, sondern weil halt eine Orientierung gesucht wird. Aber wie gesagt, da gehen natürlich auch die Meinungen so ein bisschen auseinander und ich will auch keine meine Meinung da aufzwingen. Mögen andere Erfahrungen haben oder vielleicht auch andere Strategien, die mit SMAs funktionieren. Also ich habe noch keine gefunden, die mit SMAs auch im Backtest tatsächlich standhält. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt kommt er hier, dass die Einschätzung war auch gerade richtig, also nicht in die erste Reaktion rein, sondern erstmal hier einen kleinen Fehlausbruch abwarten. Und hier dieser Widerstandsbereich, wenn der nochmal angelaufen wird, ist vielleicht ein bisschen knapp da oben, aber ist jetzt egal, mir geht es jetzt auch hier mal um die Demonstration von dieser Order-Art, wenn er sie denn macht. Und hier ein bisschen. Naja, egal, lassen wir mal. So, weil wäre jetzt natürlich hier der nächste Anlaufpunkt, weil ich würde die mal ein bisschen tiefer ziehen. Hier mal unter den Widerstand. Es war ja der Punkt, eigentlich haben wir den Fill ja fast gesehen, wenn es eine reine Pending Order gewesen wäre, ne? On Market sozusagen. Dann hätte er die jetzt wahrscheinlich genau, ausgeführt. Ja. Ja, wobei ich brauche natürlich den Ask. Ne? Ich habe ja hier genau. Bid und Ask getrennt angezeigt. Ich muss natürlich bei einer Limit Buy Order brauche ich natürlich den Ask an der Linie und das war ja bis jetzt noch nicht der Fall. So, aber das hier wäre jetzt doch wirklich eine Einladung, die mal abzuholen hier mit dem Peak. Na, ein bisschen höher, es kann ja nichts passieren. Weil es kommt natürlich hier auch, dafür ist es halt eben auch gedacht, das ist ja auch der Titel heute vom Webinar, Risiken minimieren, ja, und das ist ja so eine Geschichte, damit kann ich mein Risiko minimieren, weil wenn ich gerade mit so einer Limit Order ist ja immer die Gefahr, ich meine, grundsätzlich ist Limit Order was Feines, aber Limits werden auch gerne mal überlaufen und wenn ich jetzt zum Beispiel im normalen MetaTrader sage, ich habe eine Limit Order mit einem Stop-Loss von 10 Punkten, dann kann es natürlich auch mal schnell passieren, die Limit Order wird gefüllt, läuft direkt weiter und ich ende 10 Punkte im Minus. Das kann hier halt nicht passieren. Das ist natürlich der Riesenvorteil, weil die, wie gesagt, erst gefüllt wird, wenn ich einen Rücklauf habe. Und gerade in volatilen Marktphasen, du hast ja auch vorhin das Thema News angesprochen, ist es ja auch so, dass ich solche krassen Bewegungen habe. Ja? Und wenn ich dort eine Limit-Order irgendwo in die Prärie, sage ich jetzt mal, einfach reinlege, muss ich überhaupt gar keine Gedanken machen, ja? Weil der zieht die Order mit. Ja, so lange, bis er zumindest dann halt eben diesen Wert, den ich hier eingebe bei Limit Pullback, so lange, bis er reagiert. Und ich habe halt, also das wirklich beste Ergebnis, was ich mal hatte, das war noch nicht mal News, das war nur, ich weiß nicht wann, das war vor 8 Wochen oder so, wo der DAX mal eben mitten am Tag 100 Punkte in 3 Sekunden nach unten geknallt ist. Ja? Und das war halt, das war super. Ja? Also ich hatte halt eine Limit bei, na, schnappt er die jetzt? Mal gucken, wenn wir hier eine kleine Übertreibung kriegen. Sorry, wenn ich hier gerade meinen Wortschwall unterbreche. Klar, immer nur konzentriert, ne? Das ist ja immer so eine Kunst beim Webinar und Handel und dergleichen. Genau.
So, lass uns mal gucken, wenn er die hier, die hat er dann jetzt wahrscheinlich, war es das dann hier unten. Das heißt, die haben jetzt dann wirklich die Chance auf einen weiteren Run. Wäre mir aber allerdings lieber gewesen, die hätte da unten ein bisschen stärker reagiert. Mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Was wollte ich sagen? Genau, da ist der DAX an einem Tag 100 Punkte nach unten geknallt. Ich werfe jetzt mal einen Zahlenraum, also statt also irgendwie von 400 auf 300, ja, es kann auch von 300 auf 200 gewesen sein. Und ich war halt so positioniert, ich hatte eine Short Stop. Ich weiß nicht, ob das hier eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache, da oben mich einstoppen lassen. Mal gucken, gibt es hier ein Bild? Ja, Wenn die Flagge Mini-Fleckchen. aufgelöst wird, Mini-Fleckchen, ne, wenn sie aufgelöst wird, wäre es schon ein Ja. Run. Aber dass du so auf charttechnische Formation und Markttechnik, trotz des Automatismus, ist das für dich schon noch elementar auch, ne? Ja, ich meine, es ist ja nicht so schlecht, wenn man auch ungefähr weiß, was man tut. Was die anderen tun, sag ich mal, von der Flaggenausrichtung. Oder was die anderen tun, genau, ne? Das ist ja eigentlich eher das und das ist hier. Ja, gucken. Was wollte ich sagen nochmal? Also da bin ich halt wirklich damals, ich war short positioniert als Stop-Order unterhalb dieser, wie gesagt, 400, ja. Und ich war long positioniert 25 Punkte weiter unten. Und da ist der DAX wirklich in 3 Sekunden hat der dann 100 Punkte nach unten zurückgelegt. Und das Schöne war natürlich, meine Stop-Order ist gefüllt worden, ungefähr da, wo sie auch gelegen hat. Und meine Limit-Order, die war halt so deklariert, dass die auch gleichzeitig die Stop-Order auflöst. Und die ist dann halt tatsächlich über 50 Punkte mit nach unten gezogen worden. Das heißt, mein Short ist 50 Punkte tiefer aufgelöst worden und meine Long 50 Punkte tiefer gefillt. Das heißt, ich habe wirklich in 3 Sekunden über 100 Punkte extra eingesteckt, nur wegen dieser Orderart. Das war also wirklich, das ging so schnell. Ich hatte hier nur gerade kurz Besuch, ich weiß noch, wo hier jemand was abgeholt hat. Ich war nur ganz kurz draußen auf der Terrasse für 2, 3 Minuten, komme zurück, habe nur gesehen, oh, da hat ja irgendwas geklingelt, da ist irgendeine Position auf, ja, wahrscheinlich hat er irgendwas geöffnet. Und habe nur die großen Zahlen gesehen, habe gedacht, ach du Schande, was denn hier passiert? Und dann habe ich erst realisiert, was da gerade passiert ist, innerhalb von ein paar Sekunden. Und das ist natürlich super, ne? Und ich bin ja auch zum Beispiel bei Facebook in der Gruppe aktiv, wo ich halt auch meine Trades poste. Und das war so ein Moment, da war dort alles still, ja? Also, weil halt, das war die 20-Tage-Linie und es sind einfach einige gefressen worden. Ja? Man kann das nicht anders sagen. Weil wie viele haben eine Limit-Order zum Beispiel an der 20-Tage-Linie? Die wird dann mal eben um 70 Punkte durchgespült. Da fliegen einfach alle Stops. Das ist, und genau dafür war dabei auch die Reaktion ja auch da. Also von denjenigen, die das halt initiiert haben. Ja, das ist eine Monsterposition und 20-Tage-Linie, das war Stop-Phishing im ganz großen Stil einfach. Ja, was immer wieder auch vorkommt, aber ich sag mal, wenn du dich, ja, man könnte, hätte das manuell ja gar nicht durchhandeln können in der Idee, oder? Also es wäre manuell schlichtweg unmöglich gewesen. Keine Chance. Also man konnte nachher wirklich sehr, sehr schön sehen, im Minutenchart hat man es gesehen, da waren echt so nur 3 ganz lange Kerzen, beziehungsweise eine ganz lange Kerze und es ist eine Affäre von ein paar Sekunden war das, ich glaube 3, 4 Sekunden. Krass, das Und ist das war krass. natürlich schon heftig. Ne? Und für sowas ist dann halt super. Also das macht dann natürlich Spaß. Hat man leider nicht jeden Tag. Also das sind so die Marktphasen, die liebe ich natürlich mittlerweile. Oder auch EZB-Zinsentscheid oder sowas halt, ja. Man muss eigentlich da auch nicht mehr machen, als sich dann die Orders dorthin legen, wo man sie sonst auch legen würde und dann einfach zugucken, was passiert. Weil es kann halt, es geht halt nichts kaputt dabei. Ne? Ja, das ist, aber Das ist einer hat eben. du hast ja Bitte? auch sehr viel praktische Handelserfahrung. Das heißt ja, du bist schon jeden Tag, also sag mal, du hast deinen festen Tagesrhythmus, wo du sagst, okay, also neben dem Programmieren und Weiterentwickeln der Software, beziehungsweise es ist ja eben ein Prozess, der sich fortschreibt, aber ich sag mal, da hast du schon deine konsequente Herangehensweise. Handelst du deinen ganzen Vormittag? Das ist auch eine Frage direkt vom Teilnehmer, so vom, weiß nicht, du fängst dann zum Eurex oben an, sage ich mal, 8 Uhr irgendwie, und dann hast du dann Limit, bis wann du mittags hier gehst, also unabhängig jetzt von News, so wenn jetzt einfach mal so ein normaler Tag ist, in Anführungszeichen. Also ich fange halt normalerweise tatsächlich um 8 Uhr an, habe auch ganz oft um wirklich 1 Sekunde nach 8 eine Order im Markt und mache ich immer so ein bisschen davon abhängig, ja, was der Markt halt hergibt, ne, ganz klar. Und normalerweise meine Haupthandelszeit ist halt von 8 Uhr morgens bis dann zum Beispiel 11 Uhr, 11, 12 Uhr. Also je nach, eigentlich oft auch bin ich auch früher dann auch durch damit. Ganz oft ist es wirklich so, dass innerhalb von einer Stunde
dann auch mein persönliches Tagesziel dann eben auch erreicht ist, oft auch schon vor Kassa. Und aber dann es läuft ja nicht jeder Tag geradeaus durch, ja. Deswegen habe ich natürlich auch schon mal zu kämpfen, wenn irgendwie dann morgens ein paar Sachen nicht aufgegangen sind. Und dann mache ich es auch schon mal so, dass ich dann halt sage, okay, lasse ich mal sein und gucke mir heute Nachmittag das Ganze nochmal an, wenn die Amis dann in den Markt kommen. Das heißt, dass die amerikanische Markteröffnung handle ich auch sehr gerne mit. Und Dow Jones eigentlich weniger während der Eröffnung, sondern eigentlich eher so ab 18 Uhr, weil der auch so Angewohnheiten hat, ja. Mhm. Und ich sag mal so, es ist nicht so, dass das würde ich hier 24 Stunden handeln, das mache ich nicht, sondern wie du ja auch gerade gesagt hast, ich programmiere ja hauptsächlich hier an der Geschichte und bin da momentan jetzt gerade dabei, die ganze Nummer auch auf MetaTrader 5 zu hieven, und das ist natürlich ein Fulltime Job oder ja. Kann man so bezeichnen, würde ich sagen. Mission. Ja, eine Mission. Bitte? Ja, eine Mission, wie du sagst, richtig. Und das heißt, das ist natürlich ja kein kleines Tagesprogramm, aber ich bin ja den ganzen Tag, trotzdem läuft ja hier halt alles mit, und ich sehe ja, wenn sich was ergibt, wo ich sage, alles klar, das ist mein Bereich, den habe ich schon etwas länger im Auge, und dann da gucke ich mal, dass ich ja noch irgendwas mitziehen kann. Oder Dow Jones, was ich sehr gerne handle, sind die Rückläufe. Also der Dow Jones hat ja wirklich so die Angewohnheit, um 15:30 Uhr dreht er erstmal völlig durch, und danach dann wird das Ganze dann ein bisschen entspannter. Ja. Ich ziehe jetzt mal hier ganz kurz den Stop ein bisschen tiefer, weil wir sind ja hier nur viertel positioniert, und mal gucken, vielleicht passiert jetzt was mit der Order. Nee, der hat ja so wirklich die Angewohnheit, erstmal eine Dreiviertelstunde eigentlich am Rad zu drehen, mhm, und dann halt in irgendeine Richtung nachhaltig zu laufen, und dann gibt es meistens oder ganz oft eine Korrektur. Und diese Korrekturen hat, die mache ich halt sehr gerne. Also die Trendumkehr eigentlich in Dow Jones. Mhm. Und deswegen, das passiert dann eigentlich oft erst ja so nach 17, 18 Uhr. Ah ja. Und da kannst du natürlich nicht sagen, okay, die lasse ich nochmal mitlaufen. Also ja, gerade das ist eigentlich auch eine interessante Botschaft jetzt für Teilnehmer, die jetzt eben, ja, sei es jetzt hier halbtags beruflich, aber jetzt nicht Fulltime-Intraday-Trader sind, sondern die zum Beispiel eben auch mit dem Gedanken spielen, so eine US-Session eben mitzunehmen oder eben hier täglich da seine Erfahrungen zu sammeln, um sozusagen in den Markt einzutauchen. Sagst du ja selber, so 18 Uhr ist dann 17, 18 Uhr gar keine schlechte Zeit, wo dann der eine oder andere dann versucht, so hobbytechnisch in Anführungszeichen sich hier an die Märkte heranzuhangeln. Wir haben auch noch eine Frage zur Aussage von, warum geht nichts kaputt, sagt der Andi. Man kann ja auch bei Nachrichten Verluste machen. Ja, das... Natürlich, klar, also ich behaupte natürlich nicht, um Gottes Willen, dass es halt unmöglich ist, damit irgendwas kaputt zu machen. Klar, ich meine, es kann natürlich ja auch bei wilden Bewegungen passieren, dass zum Beispiel so eine Limit-Order wird dann überlaufen, so 50 Punkte, dann gibt es einen Rücklauf von einem Punkt, ich bin gefüllt und dann läuft das 50 weiter. Ja, dann ist natürlich, dann nutzt es auch alles nichts. Ja, man muss natürlich... Ich sag mal, trotzdem ist es aber ein Instrument, was einem hilft, das Risiko dahingehend dann einfach zu begrenzen, weil halt eben nicht im ersten Move direkt der Verlust entsteht, sondern ich habe einfach eine deutlich größere Chance, dass ich da bei größeren Bewegungen ja wirklich mit einem Profit da rausgehe oder eben halt nicht direkt im Verlust da halt geschlossen werde, weil ich überrannt wurde. Also die Chance ist einfach größer. Mhm. So, und was man daraus macht, das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache, ganz klar. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich bin ja nicht, ich sag mal, bei News würde ich nicht mit einem Limit-Pullback von 1 arbeiten. Ja? Das ist dann ein Wert von 1, der ist dort in 3 Nanosekunden ist der durch. Ja? Da muss man natürlich dann andere Werte haben. Okay, da habe ich einen Pullback von 5. Mal als Beispiel. Hast du, das ist auch eine Frage, Entschuldigung, dass ich dich da eingrätsche, weil die kam direkt jetzt mit der Ansage, hast du da so Erfahrungswerte, wo du sagst, so wie tief Pullback-technisch, also normal hast du jetzt da zum Beispiel einen Punkt, wo du sagst, okay, machst du das dann individuell täglich abhängig von der Range oder machst du es dann bei News eben generell 5 oder gibt es bei dir da vom Algo her irgendeine Berechnung, wo dann sagt, das wäre jetzt das optimale Pullback-Level? Also es ist eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man es halt auch auf die ATR so ein bisschen abstimmt. Ne? Mhm. Da kann ich mal gucken, ich kann die hier mal, die haben wir hier auch am Start. Da gibt es, das ist auch ein Plugin hier für den Stereo Trader. So, mit dem kann ich jetzt zum Beispiel diverse Sachen halt steuern. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel mein Stop-Loss, ich kann auch meine Größe und alles Mögliche anpassen lassen. Und ich habe jetzt hier aktuell eine ATR von 3,5 im 1-Minuten-Chart. Mhm. Und
mit einem Pullback von 1. Ich sage mal, dass ein Pullback von 1 ist, wenn ich jetzt natürlich eine ATR habe hier von, weiß ich nicht, 20, ja, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und man sollte es schon so ein bisschen drauf abstellen auf die ATR. Also ich denke mal, das ATR ist jedem ein Begriff, aber falls nicht, ich weiß ja nicht, wer hier alles zuhört, das ist die Average True Range, das heißt die tatsächliche Reichweite von einer Kerze, so mal ganz lapidar ausgedrückt, inklusive Gaps. Ja, das ist die ATR. Und es muss natürlich zusammenpassen, das ist ganz klar. Und wenn natürlich hier ein Wert steht, der irgendwo exorbitant ist, hier sieht man es zum Beispiel halt eben auch am Durchschnitt, also hier alles, was blau ist, ist oberhalb meinem durchschnittlichen ATR. Das heißt, hier ist auch alles soweit im grünen Bereich, was jetzt das Handeln generell angeht. Und ich bin hier mit einem Drittel Limit Pullback. Das passt eigentlich soweit. Mhm. Und wie gesagt, man muss es auch so ein bisschen ausprobieren. Ja, es gibt jetzt keine pauschale Formel, wo ich sage, ATR durch 3 ist mein Limit Pullback, auch wenn das vielleicht gar nicht so falsch ist. Aber es muss einfach zusammenpassen, das ist ganz klar. Die praktische Handelserfahrung, wie du ja selber sagst, ist dann auf jeden Fall ein elementarer Punkt, sich A mit dem Tool natürlich zu beschäftigen. Und da hat der Andreas auch gerade gefragt, ob es das Handelsprogramm oder Plugin oder Add-on von dir eben dann sozusagen über JFD mit uns verfügbar, ohne Zusatzkosten oder dergleichen gibt. Du kannst uns jetzt vielleicht, wir nähern uns ja aufgrund der Session heute, ich muss das jetzt nochmal ansprechen, die Teilnehmer sind ja jetzt noch weiter gestiegen. Wir werden heute Nachmittag aufgrund von terminlichen Gründen keine US-Session handeln, wobei das gerade mit dem Stereo Trader und gerade mit dem Dirk hier eine sehr, sehr interessante Geschichte wäre. Das werden wir, wie gesagt, heute, wir machen ja immer die Und-Oder-Option. In der Regel machen wir es immer und mit der Session. Das wird, wie gesagt, leider verschoben oder ausfallen heute. Wir werden das aber in jedem Fall mit dem Dirk nochmal nachholen. Und auch die heutige Session wird so in knapp 9 Minuten enden. Da haben wir Stunde 15 knapp gehabt für uns. Aber Tatsache ist nochmal, wir werden das nochmal reinholen, das Tool. Und ja, wir haben mit JFD und also JFD und Dirk, Dirk und JFD haben da schon Gespräche geführt, dahingehend, wie man das kombinieren könnte. Aktuell, wie gesagt, das wäre eben noch was, Dirk, dass du uns vielleicht deine Website mal zeigst, wo kann man sich noch genauer informieren, auch über zukünftige Webinare. Ich meine, hier dein Setup geht ja hier wunderbar auf. Also dahingehend nach dem Motto, die Flagge wird nach oben gebrochen, wir setzen uns dann mal mit einer positiven Pyramide nochmal rein. Also insofern ja ein guter Lauf, ja. Ich meine, wir haben die Pullback-Order unten gesehen. Ja, die haben wir leider nur nicht im Einsatz jetzt gesehen. Ne? Also nicht im Einsatz, genau. Aber wie gesagt, wir wollen uns ja nicht beschweren, wenn, ich sag mal, das Setup dahingehend aufgeht, auch wenn es nicht mit der vollen Size ist, ne? Ja. Nee, klar. Andi, die Frage. Aber insgesamt. Ja. Bitte? Andi, die Frage, wie gesagt, er fragt wegen der Webinar-Aufzeichnung, die wird, muss man mal sehen, wie lange jetzt das Video zur Komprimierung braucht, die wird aber auf unserem JFD-Desktop in dem Video-Channel zu sehen sein oder auf unserem eigenen YouTube-Channel von JFD. Also dann im Zweifel nochmal eine E-Mail schreiben, das Video wird aber wahrscheinlich erst am Nachmittag fertig sein. Ja. Also heute alles ein bisschen anders. Ja. Aber hier, wunderbar, das fluppt ja hier nach oben. Ne? Ja, genau. Wobei hier auch nochmal eine Reaktion, ne, direkt hier. Kommt mir zu weit zurück, raus, fertig. So. Das heißt, wir haben jetzt hier 1% gemacht. Das ist eigentlich nett, wenn man das jeden Tag schafft. Hier mit zwei kleinen Skypes. Das ist gut. Ich würde sagen, da schlägst du ja den Marktzins auf Jahresbasis um Längen, wenn du das an einem Tag machst. Um es mal so zu sagen. Ja, aber es ist ja ein hervorragendes Beispiel. Aber wie gesagt, vielleicht zeigst du uns nochmal die Seite direkt, Dirk, von dir und dem Stereo Trader, so, wo man da auch sich noch ein bisschen belesen kann. Aber das Tool selber, wie gesagt, eine Finesse. Wir haben jetzt eben gesehen, dass es eben die One-Click-Funktion in vielerlei Hinsichten da mega vereinfacht, hier an den Märkten vorzugehen. Ja, klar. Also es war, wie gesagt, jetzt hier alles wirklich nur ein Bruchteil. Ja. Ich bräuchte jetzt hier irgendwie auch gar nicht anzufangen zu erklären. Vielleicht nur, wie gesagt, mal zwei, drei Kleinigkeiten. Also was wir hier gesehen haben, ist die Kumulierung. Ja. Das heißt, die Zusammenfassung von Einzelpositionen. Kann man machen, muss man aber nicht. Und das ist halt eine entscheidende Verbesserung gegenüber dem MetaTrader, das heißt, also über dem nackten MetaTrader. Das heißt, ich habe ja hier einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte wie ein Future handeln, ich möchte zusammengefasste Positionen, ich muss es aber nicht, ich kann genauso gut mit Einzelpositionen arbeiten. Ja. Das ist so eine Geschichte. Dann gibt es halt hier, was man jetzt hier, wo ich auch jetzt gar nicht so viel gemacht habe, aber man hat ja gesehen, hier Stop-Loss, Break-Even und Trail-Position und sowas, das lässt sich alles auch mit einem Klick machen. Hier gibt es auch diverse Arten zu trailen, die man sich auswählen kann. Es gibt dann auch noch so Geschichten wie Auto-Exit, das heißt, ich kann dem halt sagen,
um 21.59 Uhr stellen wir flat oder wenn die Equity so viel gewachsen oder geschrumpft ist. Auch so ein paar Sicherheitsgeschichten nochmal, die auch einem helfen, sagen wir so ein bisschen bei einem psychologischen Ansatz, ja, wenn man sagt, okay, mein maximaler Drawdown am Tag ist der und der und da gehst du besser dann mal irgendwie raus, ja, oder automatisiert. Dann hier natürlich diese ganzen Indikationen, die wir gesehen haben, also hier diese Money Lines, ja, diese Widerstandslinien, wo wir wieder gesehen haben, wie das funktioniert, dass das schon sehr verlässlich ist, was da, was die anzeigen und dass man dort jetzt wunderbar eben halt so die den Break-Even zum Beispiel halt stellen lassen kann oder eben auch anfängt zu trailen oder eben auch raus. Ich glaube, das ist ja auch ganz gut gelungen, die Demonstration. Mhm. Dann hier so Sachen wie ja, Tageshoch, Tagestief, die FIBOs vom Intraday. Ne? Das heißt, jetzt ich muss auch hier nicht dauernd malen, also irgendwelche neuen FIBOs, sondern ich lasse das hier einfach eingeschaltet und der aktualisiert mir die ständig. Also sobald jetzt hier ein neues hochkommt, gibt es natürlich auch neue FIBOs. Und genauso Vortag, Vormonat und dann auch hier noch so Geschichten, hier das ist jetzt hier benannt mit DAX GFD, das heißt, hier habe ich dann mein Kassa Open und so weiter, wird dann angezeigt, Future Eröffnung und habe dann so meine Marken, die ich halt generell dann eben auch brauche, um so ein DAX zu handeln und zu wissen, wo ich da unterwegs bin. Mhm. Auto Trading, das heißt, ich kann auch voll automatisieren, es gibt auch eine eigene Programmiersprache für den Stereo Trader, wo man mit sehr, sehr einfacher Syntax dann auch Logiken selber programmieren kann. Also gibt es auch einige Beispiele dazu, gibt es auch ein eigenes Handbuch dafür. Also wie man jetzt schon erahnen kann, das Ganze ist doch ein bisschen umfangreicher als jetzt eben nur so ein Order-Panel, wo ich mal eben schnell eine Order aufmachen oder zumachen kann. Absolut. Das mal so als grobe Zusammenfassung. Absolut. Und eine Frage gleich, Andreas, vom Andreas und auch der Günther hat nochmal gefragt. Ja, wir werden das auf jeden Fall nochmal reinnehmen. Also das Interesse am Stereo-Trader ist auf jeden Fall hoch, Dirk. Die Leute wollen noch ein bisschen mehr noch sehen und machen und auch die Webinar-Aufzeichnung anschauen. Das machen wir. Das Webinar selber, Alf, an dieser Stelle, das wird jetzt in Kürze enden, weil aufgrund von terminlichen Gründen haben wir heute einfach nur mal sozusagen die Start-Session gemacht, um auch hier eben das Live-Event nochmal anzuheizen. Terminlich, wie gesagt, wird es heute Nachmittag nicht passen und jetzt am Vormittag werden wir es auch ein Stück weit verkürzen. Wir sind aber deutlich über eine Stunde auf jeden Fall gegangen. Am Nachmittag, wie gesagt, Alf, heute ausnahmsweise kein Webinar. Wir werden das aber auf jeden Fall mit dem Dirk nochmal wiederholen. Hier aber auch die Website, zeigt es ja gerade der Dirk, wo ihr euch das nochmal anschauen könnt und eben auch da eine Demo-Version hier mal runterzieht und ein bisschen rumspielt, beziehungsweise dann eben noch Feinheiten. Mit Demo-Version weiß ich jetzt gar nicht, Dirk, vielleicht sagst du uns da noch was dazu? Die Demo-Version ist komplett uneingeschränkt. Was heißt komplett? Also von der Funktionsweise ist aber begrenzt eben auf Demokonten von GFD. Das heißt also, geht nicht jetzt nicht mit FXCM oder sonst irgendeinem Kollegen, wow, sondern es hat hier, also jetzt, sorry, wenn ich jetzt hier Namen genannt habe, ja, also das ist, es ist einfach spontan, ist mir eingefallen als nächstes, sondern ist eben beschränkt auf Demokonten bei GFD. Und ansonsten einfach hier oben über Download kann ich mir hier die Geschichte direkt runterladen oder hier über Get It Now. Dort kommen dann halt auch nochmal ein paar Hinweise, wie man den Stereo Trader dann eben auch an den Start kriegt. Und hier sind dann so ein paar Sachen aufgeführt, also was jetzt so die Hauptargumente sind für den Stereo Trader. Es gibt dann hier oben dann auch zum Beispiel ein Tutorial, Zusammenfassung, wie man damit umgeht, wo man was macht. Das hier ist jetzt noch das alte Design. Das macht aber nichts, das ist von der Logik genau das Gleiche, wie man Positionen managt, was wo wie visualisiert ist, dann die etlichen Funktionen rundherum der Pending Orders, also hier haben wir auch nur einen ganz kleinen Bruchteil ja auch gesehen, ich kann zum Beispiel jede Order trailen, ich kann jede Order als Trading Stop auch verwenden, kann also sogar Teilverkäufe unterschiedlich trailen, das sind alles solche Geschichten, die damit machbar sind oder eben halt auch hier zum Beispiel verschiedene Stop-Techniken, ja, hier zum Beispiel nach Markttechnik, wie so ein Trading Stop aussehen kann. Das sind Geschichten, die da drin sind, Statistiken und so weiter und so fort. Das ist hier nur eine ganz schnelle Zusammenfassung. Es gibt aber auch diverse Videos. Also wer da mal drauf gucken möchte, einfach hier oben ist ein Link zu YouTube, gleichzeitig auch ein Link zur Facebook-Seite, wo halt auch ein bisschen was erklärt ist und die ich auch immer versuche, einigermaßen up-to-date zu halten. Das heißt, wenn Neuerungen kommen oder eben Marktphasen, die jetzt zum Beispiel gerade auf
wo der SDO Trader halt vielleicht ganz besonders gut mit umgehen kann, dann schreibe ich das auch schon mal gerne da rein und bringe mal ein paar Beispiele. Ansonsten, wie gesagt, hier oben geht es in den YouTube-Channel und dort habe ich so ein paar Sachen auch drin. Die sind alle auf Deutsch, die Website ist ja auf Englisch, dafür sind die Videos allerdings auf Deutsch. Und da gibt es zum Beispiel verkettete Orders. Das ist so, das kann man sich einfach mal angucken. Das gibt halt schon so ein paar irre Sachen, die der SDO Trader kann, die man einfach in keiner anderen Handelsplattform findet. Also ich kann zum Beispiel, jetzt ohne tief drauf einzugehen, ich kann zum Beispiel Limit Orders verketten. Ja. Das hat man jetzt hier alles leider nicht gesehen, jetzt in der Webinar-Session, aber das wäre auch vielleicht ein bisschen zu viel erwartet gewesen, dass man da jetzt wirklich alles möglich sieht. Ja. Aber da gehen halt einfach so Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mehrere Limit Orders setze, ja, wie, wo ich vorhin gesagt habe, die wird erst ab dem Überlauf gefüllt. Ich kann die verketten. Das heißt, ich kann mehrere übereinander setzen. Und wenn eine überlaufen wird, werden die anderen automatisch mit nach unten geschoben. Und so kann ich zum Beispiel ganz hervorragend aus der Korrektur heraus handeln. Das sind alles so Sachen, die halt gehen. Und was ich auch kann, ganz, ganz wichtig, das haben wir hier jetzt, habe ich hier gar nicht angesprochen, ich kann in der Historie handeln mit dem Stereo Trader. Das heißt, ich muss gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Funktionen ausprobieren möchte oder, ach guck, siehst du hier, Pivot erreicht, wie schon vorhin vermutet, wäre das natürlich ein schöner Exit gewesen, weil da oben eine Clusterung ist. Ich kann halt eine Historie handeln. Das ist halt wirklich nett. Also das heißt, ich kann mir einfach einen Zeitraum aussuchen und sagen, okay, da handle ich mal durch, was ich halt sehr gut finde, um eigene Strategien eben auch zu testen, ja, um auch sich seine Kennzahlen zu ermitteln. Also wenn jemand eine Strategie hat und jetzt nicht in der Lage ist, zu programmieren, wobei man kann sowieso nicht alles Mögliche programmieren, der kann einfach mal sagen, okay, ich mache mir mal irgendwie, ich schnappe mir mal ein halbes Jahr und handle da mal an einem Sonntagnachmittag meine Strategie mal durch. Und dann habe ich aber nachher meine Zahlen. Ich weiß, wo ist mein Drawdown, was ist meine Trefferquote. Ja? Das sind ja alles Sachen, die werden ja hier angezeigt. Das ist zum Beispiel hier Rate 2,0:0, das war jetzt hier gerade meine Trefferquote. Profit Factor wird angezeigt, der ist natürlich jetzt hier unendlich, weil es ja keinen Loser dazwischen gab. Drawdown, Gain, also das, was halt an Profit erreicht wurde und so weiter und so fort. Und das kann man sich halt damit wunderbar in der Historie zum Beispiel dann eben anschauen. Also ich kann das hier ganz kurz mal zeigen. Ein paar Minuten haben wir noch, oder Chris? Es wird langsam eng, Dirk, es wird langsam eng. Ja. Aber grundsätzlich, um Gottes Willen, wie gesagt, ich bremse dich ja nur ungern aus. Ich hätte ja auch gar nicht gedacht, dass wir, also du hast ja auch ansatzweise schon gesagt, hier, pass auf, das Tool ist so umfangreich. Du hast ja auch mit dem Thorsten hier schon Stunden-Webinars gemacht, dass man da so in die Tiefe gehen. Aber ich habe die Fragen jetzt auch schon noch gelesen. Wir werden auf jeden Fall das Webinar nochmal aufleben lassen, dann auch, wie gesagt, zur Morning-Session nochmal machen und auch nochmal zur Nachmittags-Session, weil es eben insbesondere was ist, wo man sagt, da können wir nochmal drauf schielen. Aber ich denke, heute hat, wie gesagt, der ein oder andere, und wir werden das Webinar, wie gesagt, nochmal hochladen, auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck von den Funktionen, oberflächlich natürlich bekommen, aber eben viele Kombinationsmöglichkeiten, alles mit einem Klick ausführbar, viel Voreinstellung, was einem praktisch gerade beim Scalping oder im Intraday-Bereich ja dann eigentlich nur auffällt, wenn man das alles manuell einstellen muss und justieren muss, und auch der Sammel-Break-Even und die Verkettung oder Verknüpfung der Orders zu einem großen Klumpen. Das ist natürlich eine wirklich starke Geschichte. Der Robert ist noch viele andere Fragen rein. Website auf Englisch, ja, Heike Nasche Webinar ist nicht aufgezeichnet, Nikola. Das werden wir auf jeden Fall aber nochmals auch wiederholen, weil da die Nachfrage auch enorm hoch war, aber wir haben es diesmal nicht aufgezeichnet. Ansonsten ist der Stereo Trader mit dem Mac auch voll funktionsfähig oder bist du hier auf einem Server unterwegs? Nee, ich bin hier auf Parallels unterwegs, also auf Macintosh und darunter Parallels mit Windows 8. Ah, guckt's an. Also ich denke, Roberto, das dürfte die Frage auch beantwortet haben. Ansonsten erstmal vielen Dank aus der Zuschauerfront, Dirk, an dieser Stelle von den Teilnehmern. Wie gesagt, sie brennen auf ein neues Webinar. Wir werden das meines Erachtens wiederholen, gerade im Sinne dessen, dass wir auch in Gesprächen sind, wie wir das mit dem Stereo Trader dann noch machen können für Kunden, die da interessiert sind. Ich will an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, besten Dank, auch hier weiter gesagt, das Feedback kommt hier durchweg rein, dass sie noch Lust auf mehr hätten, aber wie gesagt, ich habe jetzt schon eine Stunde deiner Zeit, ein Stück weit über eine Stunde deiner Zeit in Anspruch genommen. Ach du, an mir soll es nicht liegen, ich kann noch eine Stunde machen. Ja, und ich komme gern drauf zurück. Es gab, wie gesagt, auch schon Sessions, die gingen 2,5, 3 Stunden am Morgen und direkt auch am Nachmittag ähnlich lange. Also wie gesagt, wenn
du da, und da werden wir uns abstimmen, nochmal die Zeit findest, sehr, sehr gern. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank an alle Teilnehmer für ihr heutiges Erscheinen und würde auf jeden Fall sagen, Daumen hoch an die heutige Vorstellung und auf jeden Fall mit Lust auf mehr. Verbleiben wir damit einfach bis zum nächsten Mal. Ihr seid informiert, Viva Newsletter. Ihr habt, wie gesagt, gesehen, wo man sich hier noch schlau machen kann. Und wie gesagt, der Dirk bleibt uns erhalten, da braucht ihr keine Angst haben. Dirk, ich gebe dir das Abschlusswort und dann fahre ich das Webinar auch langsam runter und sage, wie gesagt, von meiner Seite vielen Dank fürs heute gekommen, liebe Teilnehmer. Ja, also der Dank ist ganz auf meiner Seite, also von meiner, also von hier aus vielen Dank für die Einladung. War jetzt auch das erste Mal für mich, wo ich ein Live-Handels-Webinar gemacht habe. Ich habe ja die ganze Zeit mehrere Geschichten eben gemacht um die Software drumherum, aber jetzt Live-Handel-Webinar war für mich jetzt auch eine Herausforderung, und aber hat ja gut funktioniert, und ich hoffe ganz einfach, dass ich halt den Zuhörern, Zuschauern hier auch so ein bisschen was mitgeben konnte, was vielleicht Interesse weckt oder auch vielleicht auf neue Ideen bringt, was die eigene Strategie angeht. Und also mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht, und ich würde mich auch freuen, wenn wir das dann auch nochmal wiederholen beziehungsweise an anderer Stelle dann auch mal fortsetzen oder gerne auch mal in zwei Sessions, wenn zum Beispiel die Amis dazukommen oder auch News oder was sich eben anbietet. Also von mir aus, von meiner Seite, wie gesagt, Dankeschön. Und ich freue mich einfach dann aufs nächste Mal. Super, super. Dann lasst es euch gut gehen, liebe Teilnehmer. Ich sage doch nochmal was zum Schluss und schaue in diese Runde. Dirk, wie gesagt, nochmal vielen Dank, und wir bleiben im Kontakt und hören uns sicherlich alle bald wieder. Zur WOT übrigens an dieser Stelle, da wird Dirk auch zu sehen sein, auch bei uns am Stand. Und da seid ihr natürlich auch alle recht herzlich eingeladen. Mailing folgt sowieso noch in der Beziehung. Deswegen hoffe ich, dass ihr bei uns im Newsletter dabei seid, liebe Teilnehmer. Und bis dahin jetzt erstmal einen schönen Restdienstag. Vor allen Dingen erfolgreich, wie es funktioniert, hat Dirk auch gezeigt. Und insofern auf bald, und ich sage Tschüss an dieser Stelle.